Hi zusammen, ich bin Marcel. Ich bin Max. Ich wollte mich bei Spieletipps nochmal herzlich dafür bedanken, dass wir die Wildcards für das Switch Preview Event in Frankfurt bzw. Offenbach geschenkt bekommen haben bzw. gewonnen haben. Und ja. Ja, ich würde mich auch gerne nochmal bei den Spieletipps bedanken. Auch einmal bei dir, dass du mich mitgenommen hast. Dankeschön. Und in unserem ersten Video widmen wir uns dem Fragenkatalog aus der Nintendo Switch Germany Gruppe im Facebook. Da werden wir uns jetzt einmal eben ja die ganzen Fragen vornehmen, die beantworten und wünschen euch dann einmal viel Spaß mit den Fragen. Viel Spaß! So, wir haben jetzt einmal den Fragenkatalog, den der Karim zusammengestellt hat. Danke einmal dafür, den haben wir jetzt einmal geöffnet. Die Fragen sind jetzt nicht großartig sortiert. Einiges wurde auch eventuell schon beantwortet, aber wir gehen die Fragen jetzt noch einmal durch. Ja. Möchtest du mal mit der ersten Frage anfangen? Ja. Ja, wir fangen jetzt mal mit der Technik an. Erste Frage ist, ist es wirklich so schwierig, auf einem einzelnen Joy-Con zu spielen? Auch waagerecht in Klammern. Von unserer Seite aus ein ganz klares Nein. Ja, es ist sehr super handlich. Easy. Obwohl er so klein aussieht, ist es sehr handlich, sehr komfortabel in der Hand. Und wir denken, man wird auch sehr lange Spielstunden mit verbringen können. Auf jeden Fall. Ohne einen Krampf zu bekommen. Ja, während meines angefangenen Studiums habe ich einige Stunden mit Mario Kart 8 verbracht auf der Wii U. Wir haben dann jeweils mit einem Joy-Con in der Hand Mario Kart 8 Deluxe bei dem Event gespielt. Spielt sich super. Also gar keine Bedenken. Da hat Nintendo großartige Arbeit geleistet. Joy-Con finden wir gut. Einzeln, waagerecht, kann man machen. Die nächste Frage. Ob der Screen der Konsole gleich größer oder kleiner als beim Wii U Gamepad ist? Ja, da haben wir ja auch ein Bild zu. Können wir aber ganz grob sagen, Display ist ungefähr gleich groß, ein Ticken größer vielleicht. Also man sagt, es soll exakt gleich groß sein. Mir kam er auch auf jeden Fall größer vor. Ja. Ja. Und bedeutend schärfer. Das kann man sagen. Ja. Und ist eben kapazitiv, das Display. Wem das nicht sagt, das ist halt wie beim Smartphone. Multitouch ist möglich. Man hat eine Glasscheibe, nicht mehr diese eindrückbare Plastikscheibe, sage ich mal, wie beim Wii U Gamepad. Auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Sehr gut gelöst. Ja, nächste Frage ist, wie der Pro-Controller aufgeladen wird. Ob ein entsprechendes Kabel mitgeliefert wird, läuft er über USB, hat die Switch entsprechende Anschlüsse und ist der Controller mit dem PC kompatibel? Sind alles so Fragen, die können wir sehr schwer beantworten. Ja. Klar, Pro-Controller kann man sicherlich mit einem USB-C-Kabel aufladen. Genau, das USB-C-Kabel ist auf jeden Fall das Kabel, wenn man den auflädt. Ob es mitgeliefert ist, wissen wir nicht. Die Packung oder sowas haben wir noch nicht gesehen. Switch hat die entsprechenden Anschlüsse, die hat zwei USB 2 Anschlüsse an der Seite. An der Seite von dem Dock, genau. Da sind dann die USB 2.0 Anschlüsse. Hinten ist dann noch ein USB 3 Port. Ja, worüber wir auch schon unsere Gedanken gemacht haben, auch schon eine Theorie haben, aber die ist halt sehr vage. Wir vermuten, dass man eventuell doch nicht nur MicroSD-Karten anschließen kann an die Switch, um den Speicher zu erweitern, sondern auch eine Festplatte an das Dock selber. Problem bei dieser Theorie ist, nimmt man die Switch mit, sind die Daten natürlich nicht auf der Switch verfügbar. Ja, ganz genau. Von daher, wie gesagt, ist sehr vage die Theorie und wird sich zeigen. Ja, und ob der Controller mit dem PC kompatibel ist, also der Controller hat einen USB-Anschluss, PCs haben USB-Anschlüsse, höchstwahrscheinlich Bluetooth-Funktion. Genau, höchstwahrscheinlich wird jemand etwas programmieren können, womit man auch diesen Computer an den PC anbinden kann. Controller. Diesen Controller, genau. Die Schultertasten der Joy-Cons, ob die analog sind? Ja, leider sind diese nicht analog. Keine Schultertasten, egal welches Eingabegerät man benutzt, sind analog. Wir haben nur die Vermutung, dass irgendwann mal als Beilage zu einem Spiel eventuell ein rechter Joy-Con zum Beispiel mitgeliefert wird für ein Rennspiel, wo dann eine analoge Schultertaste verfügbar ist. Wissen wir aber nicht, wurde nicht so gesagt, ist nur eine Vermutung von uns.
Nächste Frage ist, ob das mitgelieferte Netzkabel nur am Dock anschließbar ist oder ob man das auch direkt zum Aufladen des Tablets verwenden kann. Wird erstmal meiner Meinung nach nichts gegen sprechen, ist ja ganz normal Genau, ist USB-C-Kabel. auch möglich, ja, der Anschluss. Von daher kann man, denke ich mal, unbedenklich Ja, das Kabel verwenden, um das genau. Tablet zu laden. Da kann man noch mal zu sagen, also im Dock wird das USB-C-Kabel eben, beziehungsweise wird das Tablet, also die Switch selbst, über einen USB-C-Anschluss geladen und auch eben der Datenaustausch wird darüber erfolgen. Wenn man das Kabel abzieht, kann man es auch dann eben an die Switch selbst anbringen. Dazu muss man nur sagen, im Tabletop-Modus steht die Switch auf diesem Anschluss. Da ist man so erstmal nicht in der Lage dran zu kommen. Aber immerhin hat man die Möglichkeit unterwegs einfach mit einem Akkupack oder wie man es auch nennen möchte, Powerbank ganz normal Powerbank, hat ja genau, jeder mittlerweile. die Switch aufzuladen. Lang leben die Handys mit den schwachen Akkus. Da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Gab es Infos zum Akku? Ständiges Auf- und Entladen sorgt dafür, dass die Lebensdauer erheblich sinkt. Wie gehen die damit um? Ja, Infos zum Akku gab es auf dem Event selber nicht. Nee, da haben sie nichts Jetzt im gesagt. Nachhinein haben wir ja schon Infos Ja, gelesen auf irgendwas um die diversen Seiten. 4200 mAh. Ja, irgendwie in dem Bereich. Genau. Ja, hört sich jetzt erstmal viel an, weil es, ich glaube, fast doppelt so viel ist wie beim Nintendo 3DS. Aber die Man Leistung muss, ist auch entsprechend genau, man höher, ne? muss die Leistung bedenken. Ja. Stört mich jetzt persönlich nicht, weil, wie gerade schon mal gesagt, man kann sich einfach eine dicke Powerbank mitnehmen Ja. und dann trotzdem über, weiß ich nicht, 5 bis 10 Stunden spielen, wenn man das denn möchte. Ja, und ja. Da darf man nur nicht vergessen, wie die Lebensdauer des Akkus generell aussieht. Denn der Akku ist fest verbaut. Das ist auch ein, ja, Kritikpunkt auf gewesen. jeden Fall ein Kritikpunkt, der auch zu Recht da ist, wie das dann mit dem Austausch ablaufen wird, dieses Akkus, falls der dann mal den Geist aufgibt. Ich kann es jetzt sagen, von meinem alten Handy nach 3,5 Jahren war da einfach nichts mehr zu machen. So eine Konsole möchte man auf jeden Fall länger nutzen. Dann ist die nächste Frage, ob die Joy-Cons induktiv geladen werden. Die werden induktiv geladen, da gibt es keinerlei Anschlussmöglichkeiten. Das ist nur so möglich. Einmal über die Switch oder mit dem für 30 € erhältlichen Joy-Con Grip Aufladegerät. Nächste Frage. Hat die Switch eigentlich auch Touch Haben und wir ja wie gerade ist die beantwortet. Lautstärke? Ja, das haben wir beantwortet. Ja, Sie hat Lautstärke Multitouch. Lautstärke konnten wir jetzt beim Event, können wir gar nicht zu sagen. genau, Also da war es sehr Lautstärke war laut. da. Die Lautsprecher strahlen den Ton nach hinten ab. Vorne kein Platz wegen Bildschirm. Unten doof, weil steht dann drauf. Oben auch kein Platz. Da kommen die Gamecards rein oder eben die Belüftung Buttons, auch. Belüftung, genau. Und die gehen dann halt eben nach hinten raus. Ich fand den Sound vom Wii U Gamepad eigentlich ganz gut. Also ich denke schon, dass es ganz ordentlich sein wird für so ein kleines Gerät. Ja, zu den Spielen selbst, welche zur Auswahl standen, haben wir, glaube ich, lang und breit erklärt. Genau, wir können es hier auch nochmal sagen. Wir hatten einmal Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, One-Two-Switch, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Arms. ARMS, die neue IP, genau, Snipper Clips. Dann, Just Dance genau, da 2017. fängt es dann an mit den Third-Party-Sachen, Just Dance, Imaginators, also Skylanders. Und halt diese Minigames. Und die kleineren Spiele, genau. Da haben wir auch noch mal eine kleine Bildergalerie, die dann im Video mit ablaufen wird. Das seht ihr ja. Genau. Welche Spiele haben einen positiven Eindruck hinterlassen? Haben wir auch beantwortet. Ist eigentlich auch beantwortet, ja. Natürlich vor allem die Nintendo-Spiele. One-Two-Switch war jetzt nett, aber da hört es dann auch auf. Zu den anderen Spielen braucht man, glaube ich, dann auch nicht mehr so viel zu sagen.
Welche Frage auch noch aufgekommen ist, ich lese es gerade, kann man Mario Kart 8 Deluxe mit mehreren Switches je im Vollbild gegeneinander spielen oder ist dann trotzdem Splitscreen? Haben wir erklärt, dass die Switche, also bis zu 8 Switche miteinander verbunden werden können, Genau. dass dann jeder seinen eigenen Bildschirm hat. Wir beide haben aber auch zusätzlich, sieht man ja auch auf den Bildern teilweise, mit jeweils einem Joy-Con in Tabletop-Modus auf der Switch gespielt, im Genau, im Splitscreen. Splitscreen. Da kam die Frage auch noch auf, ob dieser Splitscreen auf der Switch selber auf dem Bildschirm dann zu klein wirkt oder abgehackt oder ähnliches. Dazu können wir sagen, nein, auf keinen Fall. Ja, Man sieht solange man, alles, was man braucht. genau, also solange man nicht so weit weg sitzt wie vor dem Fernseher natürlich, Ja, man ist aber halt ist direkt davor, ne? selbsterklärend, ja. Richtig, ist selbsterklärend. Wir vermuten, dass es auch die Möglichkeit gibt, kauft man sich eine Switch, hat man zwei Joy-Con, kann man zu zweit auch schon mal Mario Kart 8 Deluxe daran spielen. Können wir uns auch vorstellen, dass dieser 8-Spieler lokale Multiplayer auch mit vier Switch-Konsolen möglich ist, dann jeweils zwei Leute an einer Konsole. Die Nächste nächste Frage. Frage, ja, muss man bei ARMS die Motion-Funktion benutzen? Zum Glück ist Nintendo da diesen Schritt gegangen, diesen Zwang der Bewegungssteuerung wegzunehmen. Also man hat die Wahl, ob man jetzt Bewegungssteuerung spielt, die, das müssen wir aber auch sagen, bei ARMS echt cool war. Das war jetzt nicht so großartig, dass man rumfuchtelt. Wenn man jetzt diese Special-Attacke gemacht hat, dann hat man schon Ja, klar. einigermaßen stark geboxt, aber sonst ging das. Das war eigentlich, also es ist dezent steuerbar, aber wie es mit dem Controller, mit dem gewohnten Steuern ist, können wir gar nicht genau sagen, aber das denke ich auch ganz cool. Tja, dann die Frage zum besten Multiplayer-Game. Ja, Puh, Geschmackssache, ne? schwer zu beantworten und Geschmackssache, ja. Ja. Wir fanden ARMS sehr cool. Ja, Ist also. jetzt natürlich nur 1 gegen 1. Ansonsten Mario Kart 8 ist ja schon mittlerweile ein Klassiker. Auf jeden Fall. Und Splatoon ist ja auch eine großartige neue IP, wo Nintendo echt einen guten Griff mitgemacht hat. Also eins dieser drei Spiele wird es dann wohl werden. Für Veteranen ist wahrscheinlich auch noch Super Street Fighter interessant, dass sie sich da gegenseitig mal schön auf die Fresse hauen. Ja, aber sonst eben Geschmackssache. Die drei großen Nintendo-Spiele sind auf jeden Fall mit dabei. Ja, kommen wir zum nächsten Bereich, Softwaretechnik. Da ist die erste Frage, Spiele wie Skyrim nehmen viele Gigabyte Speicher ein und der Speicher der Switch ist nativ ja nur 32 GB. Bei Spielen wie Skyrim, wo du eine Open World hast, könnte das Spiel ruckeln. Habt ihr in den Spielen Ruckler bemerkt? Wenn ja, in welchen? Ja, haben wir gerade erwähnt schon mal, bei Zelda haben wir das ganz leicht bemerkt, ansonsten Ansonsten eigentlich überhaupt nicht, nicht. ne? Zelda war eben auch minimal, kann an der Demo gelegen haben. Was man zum Speicher noch sagen kann, ist, es ist möglich, über MicroSD-Karte bis zu 2 Terabyte aufzurüsten. Genau, 500 GB oder 512 GB sind aktuell, glaube ich, sogar teurer als die Switch selbst. Muss man natürlich gucken, aber die werden, glaube ich, auch rapide günstiger. Von daher sehen wir da erstmal kein Problem, was die Nö, Speicherkapazität denke ich auch. angeht. Ja, wird Und sich halt zeigen. Vielleicht macht dann Nintendo ja doch noch einen anderen Schritt. ja. Oder wie wir gerade schon mal erwähnt haben, unsere Theorie, vielleicht mit der Festplatte der externen, Ja, genau. dass man zumindest, wenn man angedockt ist mit der Ja. Switch, dass man dann auf den Speicher zugreifen kann. Ja. Was man auch nicht vergessen darf, 32 GB auf einer Nintendo Switch sind anders zu beurteilen als 32 oder sogar nur 8 GB auf der Wii U. Bei der Wii U war das Medium, das Speichermedium eine CD, da wurde dann auf der Festplatte installiert. Bei der Switch hat man wieder Cartridges, da wird dann auf dem Modul installiert bzw. gespeichert. Dadurch werden diese 32 GB, wenn man nicht gerade nur Download-Spiele kauft, auch nicht so schnell voll sein. Klar, wenn man Download-Spiele kauft, gerade Zelda, 13 GB, zack, Hälfte voll. Was auch noch ein Vorteil ist von den Cartridges,
ist die Zugriffszeit, also die Ja, die Ladezeiten sind Ladezeit, erheblich kürzer großartig, als ja. auf optischen Laufwerken, logischerweise. Ja. Von daher denke ich mal, auch auf der Größe ist ja auch bekannt, dass man da sehr viele Gigabyte mittlerweile draufpacken Ja, kann. richtig. Also wenn Micro-SD-Karten mittlerweile möglich sein sollen oder im Gespräch sind bis 2 Terabyte, dann wird es da auch keine Probleme geben. Genau. Könnt ihr was zu der Grafik sagen und Auflösung? Ja, haben wir jetzt schon einiges zu gelesen. Auf Fernseher soll 1080p mit 60 Frames möglich sein. Auf dem Bildschirm selber, also Ja. Switch, Handheld-Modus 720p mit 60 Ja. Frames, ist sicherlich auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ja. Da gibt es auch viel Kritik, das sei nicht zeitgemäß. Die 1080p am Fernseher, okay, kann man eventuell drüber diskutieren, finde ich selber überhaupt nicht schlimm. Wenn der Fernseher einiges leistet, ist Full HD eigentlich auch immer ein scharfes Bild. Die Spiele, die Nintendo anbietet, wie Zelda oder Mario Kart 8 Deluxe, sehen da eigentlich auch immer gut aus. Das sind keine fotorealistischen Spiele, aber in ihrem Stil gestochen scharf. 720p auf dem kleinen Bildschirm der Switch, es ist eben ein kleiner Bildschirm, Sehen sieht auch perfekt aus. super gut aus, Ja. natürlich. Was will man da mit 4K? Also das zieht Akku ohne Ende und dann bist du nach einer halben Stunde fertig. Ja. Und dann beschweren sich noch mehr Leute. Genau, richtig. Also ist auf jeden Fall ein guter Schritt, da auf die 720p zu gehen. Sieht top aus. Kann man nichts zu sagen. So, dann noch die Frage, wie der grafische Unterschied zur Wii U ist. Da verweisen wir wieder auf das Vergleichsvideo zu The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Ich denke, das verdeutlicht schon den grafischen Unterschied. Auf jeden Fall. Da ist der Unterschied aber auch allerdings am ehesten aufgefallen, bei den anderen Spielen kaum. Bei Mario Kart lief es einfach nur ein bisschen flüssiger. Was man noch bedenken könnte, vielleicht der Super Mario Odyssey Trailer. Der sah echt gut aus. Ja, Also, wenn das war das schon Spiel stark, ja. so auf der Konsole dann aussieht, Dann ist dann auf haben jeden wir Fall, viel zu erwarten, ja. ja, dann ist auf jeden Fall einiges mehr an Grafik zu sehen als auf der Wii U. Klar, mit der Xbox One Scorpio oder Xbox Scorpio kann das nicht mithalten. Mit einem High-End-PC schon erst recht nicht. Aber das war bei Nintendo spätestens nach dem GameCube sowieso nicht mehr zu erwarten. Da haben die einfach ihren Fokus auf was anderes gelegt. Ist auch vollkommen in Ordnung so. Wer Nintendo spielen möchte, entscheidet sich dafür. Uns kommt es zumindest mehr auf die Spiele an, wie die sind. Und die haben mir zumindest bisher größtenteils Spaß gemacht. Ne? Ja. Ja. Dann gibt es noch eine weitere Frage, nämlich welcher Controller uns am besten gefallen hat. Man muss sagen, es gibt ja viele Möglichkeiten zu steuern. Eine Art ist eben der Handheld-Modus. Man hat die Switch samt Joy-Cons in der Hand. Tabletop-Modus. Dann steht die Switch auf dem Tisch und man hat Entweder die einzelnen ein Joy-Con, Joy-Cons ja. jeweils in der Hand oder einen Joy-Con in der Hand, waagerecht. Mit Oder Grip einen oder dem Mid-Grip oder Pro-Controller. Pro-Controller, genau. Das sind eigentlich so auch die Möglichkeiten, die man hat. Ich glaube, zum Zocken ist der Pro-Controller auf Dauer am geilsten, würde Denke ich ich schon auch, sagen. ja. Ja. Der ist, wie man es von Nintendo gewohnt ist, einfach Ja. liegt perfekt in der Ja, Hand. viele sagen sogar, dass dieser Controller besser ist als der GameCube-Controller. Und das soll schon was heißen. Also Ja. der GameCube-Controller, der wird ja immer hochgelobt. Ja, und der Switch Pro-Controller hat guten Grip, liegt gut in der Hand. Leider keine analogen Tasten, also keine analogen Trigger, aber darüber kann ich zumindest hinwegsehen. Wo viele Leute vielleicht Angst vor haben, ist die geringe Größe der Joy-Cons oder vielleicht auch dem komischen, beinahe quadratischen Aussehen dieses Joy-Con-Grips. Aber dieser Joy-Con-Grip mit seinen Griffen unten, top, einwandfrei, kann man nicht zu sagen. Also auf den Pro-Controller kann man erstmal auch verzichten, wenn man Zelda spielen möchte. Da hat man dann seine 400 € für das Spiel und die Konsole. Kommt mit dem Grip auch ganz gut hin. Die Joy-Cons halten 20 Stunden.
da ist man erstmal gut bedient. Auf Dauer würde sich der Pro Controller aber doch, denke ich schon, ja, anbieten. Ja, ich glaube, dann sind wir schon am Ende angekommen. Dann sind wir am Ende angekommen. Ja, wir wollen uns nochmal bei euch bedanken für die vielen Fragen. Ja. Ich hoffe, wir konnten alles soweit beantworten. Wenn natürlich nochmal Fragen aufkommen sollten, versuchen wir die wieder nach bestem Wissen und Gewissen zu lösen. Ja, ja, ansonsten gibt es nur noch zu sagen, ja, schaut euch unsere Videos an, die wir auch im Laufe der nächsten Tage online stellen werden, von unseren Spielerlebnissen. Und ja, switch on. Genau, und Hate-Mails an mental@bondra.de. Der kann das ab. Haut rein. Okay, ciao.